mein Name ist Hilfried. Vielleicht kurz ein paar Worte zu meiner Herkunft. Ich hatte ja die Gelegenheit, viele Jahre in einer Gesellschaft zu verbringen, die sehr streng antimodern und fundamentalistisch war. Und ich muss sagen, das hat mir nicht geschadet. Sie müssen sich das so vorstellen, die meisten Frauen haben Kopftuch getragen, der Mann hatte das absolute Sagen, die Geburt einer Tochter galt als Unglück, das Wort des religiösen Führers hatte zweifelsohne mehr Gewicht als die Werte der Naturwissenschaft oder der Aufklärung. Bitte? Was heißt islamische Kultur? Ich rede von meiner Kindheit am Lande. Und zwar in Österreich, wenn Sie es genau wissen wollen.